Moin Leute und herzlich willkommen zu Das Ende mal wieder. Oder auch das zweite Expansion Pack von Minecraft PS5 Edition. Ja, das Ende mal wieder. Der Enderdrache muss erneut dran glauben. Eines der unzähligen Male, die wir es schon getan haben. Und dazu brauchen wir natürlich wieder am Anfang Enderkristalle. Und dazu jage ich hier Ghasts. Dadurch, dass mir der zweite ja auch noch auf den Sack gegangen ist, habe ich diesen auch noch kurzerhand erledigt und habe dann mehrere Gastränen bekommen. Wir brauchen 4 Stück. Und als nächste Zutat brauchen wir dann noch Enderperlen und Lohnstäbe bzw. Lohnstaub. Die Enderperlen habe ich jetzt euch nicht gezeigt. Lohnstäbe hätte ich auch nicht zeigen müssen. Wir wissen alle, wo wir sie herbekommen. Aber zur Vollständigkeit halber habe ich es erwähnt. Und hier sehen wir im Inventar alles beisammen: Lohnrute, Gasträne, Enderperle und Glas. Ganz wichtig, 28 Glas braucht es am Ende, theoretisch. Und angefangen damit, dass wir Lohnstaub machen und aus den Enderperlen mit dem Lohnstaub Enderaugen. Und das können wir dann zum Enderkristall machen. Und 4 Stück brauchen wir, das wissen wir wahrscheinlich auch alle. Und diese müssen dann im End auf den mittleren Dreier Stein des Endportals im End platziert werden, damit der Enderdrache neu erscheint. Dazu haben wir uns hier vom Enderportal sicherheitshalber Kürbisse, geschnitzte Kürbisse aufgesetzt, damit die Endermänner uns nicht angreifen können. Und dann sind wir dorthin gegangen zum Enderportal und haben die Enderkristalle platziert. Dann dauert das Ganze einen kurzen Moment und der Enderdrache erscheint erneut. Ich habe, wie ihr gleich sehen werdet, viel zu früh auf die neu erscheinenden Enderkristalle auf den Türmen geschossen, bis ich das verstanden habe. Aber sei es drum, der Kampf ist ja auch komplett unwichtig fürs Video, für die Trophäe. Damit ihr rauskommt, müsst ihr halt entweder sterben oder den Enderdrachen besiegen, also da müsst ihr so oder so was machen. Aber theoretisch könntet ihr auch mit nur den Enderkristallen reinlaufen, die platzieren und euch töten lassen. Wäre auch egal, wenn ihr den nicht töten wollt. Aber ja, sei es drum. Ist ja auch nicht allzu schwer. Genau. Und jetzt müsste die Trophäe mal langsam kommen. Denn er müsste ja jetzt beschworen sein. Und da ist die Trophäe. Wir kennen sie alle. Ja, als nächstes die zweite von 4. Pfefferminz gefällig. Passiert im gleichen Geschehen. Deshalb vergesst die Aussage von gerade. Ihr müsstet mindestens ein Glas mitnehmen, um die Trophäe dann auch noch währenddessen abzustauben. Und zwar müsst ihr den Drachenatem einsammeln. Am besten geht es immer, wenn ihr das Portal festsetzt und dann eben den Drachenatem ausspeit. Da könnt ihr ihn einsammeln. Er war aber auch schon davor zu sehen. Teilweise spuckt er ihn auch im Fliegen aus. Und dann müsst ihr ihn einfach einsammeln und bekommt die Trophäe. Aber eine Glasflasche braucht ihr dafür. Nächste Trophäe ist Überschall. Vermeintlich würde ich sagen die schwerste, denn wir befinden uns weiterhin im End, sind dann in dieses Portal rein, was dort auch noch ist, also nicht ins Enderportal, sondern die kleinen Portale an dem Rand und sind dann dort in der unendlichen Welt geflogen, um eine End-City zu finden und zwar eine End-City mit Schiff, denn nur in diesem Schiff, wo ich mich gerade befinde, findet ihr die Elytrin. Das hier ist Felix Elytra, denn wir haben keine neue mehr gefunden. Wir haben schon mehrere in dieser Welt aufgesucht und deswegen keine neue so schnell gefunden. Aber das wäre beispielhaft die Art und Weise, wie man es findet. Kennen wir wahrscheinlich auch. Und dann am leichtesten dürfte es sein, indem ihr einen ganz hohen Turm baut, ganz nah an diesem Turm springt. Wir haben da unten noch die Slimes platziert von dem ersten Expansion Pack. Und dann die Elytrin direkt zündet und einfach gerade nach unten fliegt durch dieses Loch, was ihr unten baut. Und dann erreicht ihr die Geschwindigkeit. Die letzte Trophäe, Trockenperiode. Ja, es ist natürlich irgendwie ein Expansion Pack der Extrem. Denn wir müssen jetzt auch noch ein Wassermonument, oder ein Ozeanmonument heißt es, nicht Wassermonument, müssen wir jetzt noch räubern. Entweder indem wir eine Kammer aufgraben, wo Schwämme so vorhanden sind. Wenn man nicht lange suchen will, gräbt man sich einfach in ein neues Monument oben rein und tötet den großen Wächter. Wäre auch notwendig für, ich glaube Expansion Pack 6 oder so. Aber genau, ich habe hier keine Wasseratmung, ich habe den nur schnell getötet.
musste dann schnell nach oben. Der Schwamm droppt aber automatisch, wenn ihr den großen Wächter tötet. Und das ist natürlich automatisch auch ein nasser Schwamm. Genau, dort schwimmt er nämlich noch. Und diesen müssen wir dann nur noch in einen Ofen platzieren mit Brennstoff. Ich habe jetzt hier Lava genommen, werde aber gleich sehen, dass der Ofen noch genug Brennstoff hat. Tue den Schwamm da rein und habe dann die Trophäe ganz einfach erspielt. Also müsst ihr euch einfach nur mit Milch ausrüsten, ein Monument finden und den Wächter töten. Und dann könnt ihr das recht einfach machen. Das wäre es auch schon von diesem Expansion Pack. Lasst gerne eine Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Und ja, wir hoffen, wir konnten helfen. Und haut rein, macht's gut. Ciao, ciao.